Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen sie Geth bekämpfen. Geth! Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihr werden sie folgen. Sie ist eine Heldin, ein verdammtes Idol. Aber sie ist nur eine einzelne Frau. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir sie nicht verlieren. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausweichmanöver! Signal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Ich mach das hier nicht, damit man später unsere gefrorenen Leichen findet. Alle in die Rettungsshuttles. Joker ist immer noch im Cockpit. Er lässt sich evakuieren. Ich werde auch nicht gehen. Ab in die Shuttles! Ich wuchte Jokers Hintern persönlich hier raus. Raus hier, verdammt! Alle rein da! Los, los, los! Baby, halte durch! Halte durch!
Joker, wir müssen hier raus. Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandy ist Geschichte und wir auch, wenn wir hier nicht rauskommen. Nein, wir müssen nur... Oh nein. Sie kommen für einen weiteren Angriff zurück. Commander Shepard wurde geborgen. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter.